Lieber Johann, unser gemeinsames Buch »Ein Leben für den guten Geschmack« ist auf dem Markt. Wir hoffen, dass es viele, viele Leser finden wird, aber vor allen Dingen auch viele Menschen, die die Rezepte nachkochen werden, die da drin sind. Und ich kann dir nur eins sagen, ich habe das Buch zwar geschrieben, also den textlichen Teil, aber ich werde mit Sicherheit einiges nachkochen, weil es mich wirklich unglaublich inspiriert hat. Es ist ja auch spannend, glaube ich, also für mich selber auf jeden Fall sehr spannend mitzubekommen, wie man heute als kleines Kind von einem Rührei mit Minzstängeln vom Großvater dann plötzlich zu einem Sabare von Spaghetti und Flusskrebsen kommt, wie groß die Bandbreite der Kulinarik ist. Ja, aber ich glaube, das kann man nur auch so zusammenfassend verstehen, wenn man da mit aufgewachsen ist. Also es würde nicht von heute auf morgen funktionieren. Jetzt fragen sich natürlich viele Menschen, er hat die Stromburg aufgegeben, er hat die gastronomischen Betriebe aufgegeben. Was macht Johann Laffer jetzt eigentlich, außer dass er gelegentlich nochmal in Fernsehsendungen auftritt? Zunächst mal ist es so, dass ich natürlich meinem Körper nie genügend Freiraum gab, um sich zu erholen. Ist sicherlich eines der notwendigen Dinge, auch in diesem Alter. Aber es gibt natürlich auch noch Dinge, die ich auf keinen Fall missen möchte, nämlich Zusammenhänge mit dem, was ich ja Jahrzehnte gemacht habe. So zum Beispiel freut es mich sehr, dass ich für Singapore Airlines die Menüs machen darf in der Business und First Class, so dass wir alle 3 Monate eine große Herausforderung haben, dort das Programm zusammenzustellen, damit die Leute an Bord eine besondere Küche bekommen. Und diese Küche ist alpenländische Küche. Das freut mich so sehr, denn wenn man früher gesagt hat, alpenländische Küche, dann ging es um Schweinshaxe und um Schnitzel. Heute ist das viel, viel mehr. Also auch selbst die Asiaten freuen sich über so eine Art von Küche an Bord einer Airline. Dann als zweites berate ich Augustinum. Augustinum ist eine sehr, sehr gute, noble Residenz für Ältere, Seniorenresidenz, genau. Da hat man sich zum Ziel gesetzt, dass auch diese Menschen dort jeden Tag ein Vitalmenü, ein besonderes Menü bekommen, um möglichst lange fit zu bleiben und auch sich gesund und ordentlich zu ernähren. Das ist auch eine große Herausforderung. Ich sage immer, in unserem Alter werden wir am knackigsten, weil dann knackt es hier ein bisschen und dann knackt es da ein bisschen. Und du hast dir ja nicht nur vorgenommen, sondern du hast ja auch 2 wirklich große Bücher darüber geschrieben, über gesunde Ernährung. Medical also Disney, richtig. Genau. Und ich glaube, du hattest auch ein bisschen eine eigene Geschichte. Ich hatte ja selbst starke Arthrose im Knie mit der Konsequenz der Operation eines Kniegelenkes und wollte das zweite unbedingt verhindern und bin dann durch Zufall zu Liebscher Bracht gekommen. Und das ist eine Praxis, die sich mit genau, die sind sehr spezialisiert, die machen Filme und die machen natürlich auch Anwendungen. Und dann hat man mir ganz brutal nahegelegt, dass es nur geht, wenn ich mich in meiner Ernährung umstelle, wenn ich bestimmte Übungen mache und so weiter. Und das ist etwas, was mich damals so überzeugt hat und bei der Gelegenheit ich auch festgestellt habe, welche Auswirkungen Ernährung im Körper ausmacht. Und deswegen habe ich meine Ernährung umgestellt, habe selbst 2 Jahre lang nach deren Prinzip gelebt, habe das danach aufgeschrieben in einer Form eines Buches, damit derjenige, der auch davon betroffen ist, sieht, was ich getan habe. Und ich kann nur sagen, Ernährung ist total unterschätzt. Ernährung ist und Inhalt der Ernährung ist für unseren Körper die Basis unseres Seins. Wir müssen darauf achten, dass wir unserem Körper, wenn wir gesund bleiben und fit bleiben wollen, bestimmte Dinge in ausreichender Menge oder nicht ausreichender Menge zuführen. Und deswegen beschäftige ich mich damit, das ist ganz klar. Aber gleichzeitig natürlich auch habe ich eine Vision und das ist immer die Vision schon gewesen. Ich möchte, dass meine Wenigkeit und sicherlich auch andere Kollegen in einer bestimmten Vorbildfunktion die Leute motivieren, zu Hause für den Genuss sich mehr Zeit zu nehmen, aber auch besser zu kochen. Ich weiß, dass es schwierig ist, dass wir zurzeit auch wirtschaftlich manchmal Grenzen haben, weil man natürlich irgendwo sparen muss. Ja, aber gelegentlich kann man auch dadurch sparen. Ja, genau. Und deswegen kämpfe ich dafür und ich habe einen Traum und das sage ich jetzt hier, glaube ich, zum ersten Mal. Ich wünsche mir so sehr, dass irgendwann mal einer sagt, Mensch,
durch den Lava habe ich ein bisschen besser kochen gelernt. Ich bin der Erste. Ich habe mein Leben ein bisschen dadurch verändert. Ich habe auch Dinge kennengelernt. Ich habe sie mit Lust gemacht. Und ich bin sehr glücklich, dass ich ihn gekannt habe oder dass ich ihn kenne. Und deswegen kämpfe ich dafür nach wie vor. Ich weiß, dass es schwierig ist. Ich bin auch einer, der möchte, dass in den Schulen und Kindergärten heute das Thema Geschmacksunterricht oder Haushaltserziehung wieder etabliert wird, weil ich das Gefühl habe, dass viele Generationen einfach ein Defizit haben, wenn es um die Übermittlung dieser Dinge geht. Aber alles in allem muss ich sagen, ja, wäre mir das zu schade, wenn das, was wir jetzt in den letzten Jahrzehnten so intensiv aufgebaut haben, mit so vielen Fernsehsendungen, mit so vielen Büchern, mit allem, was dazu gehört, mit fast 400 Sterne-Restaurants in Deutschland, dass das eine breitere Masse erreicht, dass wir einfach irgendwann mal sagen, nicht das, was du heute in deinem Podcast gesagt hast, nämlich, dass im Saarland die Saarländer auf die Frankreich-Nähe so zu den Vorbildern der Esskultur in Deutschland gehören, sondern dass ganz Deutschland einfach ein Land der Genießer ist. Natürlich gibt es da manchmal keine Chance, weil man andere Interessen hat, aber zumindest mal ein Großteil der Bevölkerung sollte wissen, dass es eigentlich, was ich immer sage, so ist, dass Essen und Trinken die drei schönsten Dinge im Leben sind. Das Buch hat ja auch einen Untertitel und er heißt Zukunft braucht Herkunft. Und das zeigt uns immer wieder, dass auch das, was wir essen, irgendeine Herkunft hat. Es kommt aus der Erde, es kommt von den Bäumen, aus der Luft. Und wenn man das vernünftig macht, hat das auch Geschmacksexplosionen, die man überhaupt nicht beschreiben kann, wenn man sie in der natürlichen Art und Weise weiter bearbeitet. Aber trotzdem würde ich ganz gerne noch einmal auf eine Episode in deinem Leben zurückkommen, die, glaube ich, für deine Zukunft ganz wichtig ist. Du hast gerade das Wort Sterne-Restaurants in den Mund genommen. Sterne-Restaurants sind ein Bestandteil unserer Kultur. Das finde ich auch ganz wichtig, dass es eine Weiterentwicklung auch in der Kulinarik gibt. Aber du selbst hast dich von der Sterne-Küche verabschiedet. Warum? Ich habe erstmal größten Respekt vor jedem, der das macht. Aber ich komme aus der Steiermark und bin auf einem Bauernhof mit ganz bescheidenen Lebensmitteln groß geworden. Mit guten Lebensmitteln, aber mit einem sehr geringfügigen Angebot. Und man hat dann irgendwie im Laufe der letzten zwei Jahrzehnte gedacht, was ist die Steigerung von der Steigerung? Und auch bei mir war es dann so, dass irgendwie der Koch dann von den Dillspitzen oben nur 2 Millimeter abgezupft hat mit der Pinzette und hat 20 kleine Creme Fraiche-Stufen auf dem Teller gemacht und eine Spitze reingesetzt. Und es hat mich nicht mehr berührt. Es war so, wir haben das gemacht, wir wollten das, wir mussten das machen, aber es war so weit entfernt von mir selber. Und ich habe immer abends zu Hause gesessen und sagen, na, wie geht es denn weiter? Demnächst müssen wir das Wasser dehydrieren und nochmal irgendwie verdampfen und dann auffangen und dann in Berdeln backen, damit irgendwie, keine Ahnung, der Sauerstoff unter dem Cocktail kommt. Da habe ich gesagt, Johann, nee. Ich habe geliebt nach der Kirche. Ein Gulasch, das war gut. Das hat mich bewegt, das war besonders. Und dann hatte ich ein Schlüsselerlebnis, als ich dann in Österreich war bei so einer alten Werkstatt, die Autos machen. Dann hat der Chef gesagt, Johann, heute Mittag gibt es bei uns im Wirtshaus das Stammessen, da gehen wir hin, das kostet 7,50 Euro. Und ich bekam dann Fleischpflanzer mit Kartoffelpüree und Karottengemüse. Also das sind Frikadellen. Ja, Frikadellen. Und ich hatte das Gefühl, meine Großmutter lebt. Mhm. Wirklich, es war so berührend. Ich kann mir das gar nicht. Und lecker. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass mich so ein banales Gericht so flasht. Doch, mir geht das auch so. Ja, das kann sich voll. Also es war für mich, ich hätte können den ganzen Teller. Es war so für mich so greifend, ehrlich, so, was macht das Leben aus, ja? Und dann habe ich gesagt, Johann, Schluss. Es ist Schluss. Es ist einfach Schluss. Ich will nicht mehr. Und werden auch viele sagen, ja, vielleicht konnte der das nicht mehr, kann schon sein. Aber ich für mich, und ich meine, das ist der erste Weg zum Glücklichsein, ist das zu tun, was man auch wirklich tun möchte. Es hat mir dann keinen Spaß mehr gemacht. Und wenn was nicht Spaß macht, dann kommt auch keiner vor. Wir haben uns ja auch über die sogenannte Fusion-Küche unterhalten, also der ganz modernen Form, wo die Menschen sagen, das sind Geschmacksexplosionen, die da im Mund stattfinden. Ich kann das sogar teilweise nachvollziehen, aber ist das nicht eine Perversion des Kochens irgendwann? Ja, das würde ich so nicht sagen. Ich meine, jede extreme Form hat was Gutes, weil daraus etwas entsteht. Aber ich meine, ich habe dann Erlebnisse gehabt, da kommst du ins Restaurant, dann hast du hier eine Essenz vom Kerbelöl, eine Essenz von der Kresse, daneben ein kleines Stückchen
gebackenes Moos. Und dann nimmst du eine Gabel und ein Messer und schiebst das zusammen. Und du hast genau eine Gabel voll, wo der Koch eine Viertelstunde mit feinsten Materialien dieses dekoriert hat. Ich sage mal Landschaftsmalerei. Und dann habe ich das zusammengeschoben in meinem Mund mit der Gabel und nehme das rein und habe 15 Komponenten auf meinem Mund oder in meinem Mund und auf meinem Gaumen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich überfordert bin. Ja. Ich kann das nicht zuordnen. Aber wenn ich ein schönes Stück Fleisch, ein geschmorte Ochsenbacke runterschneide mit dieser dunklen Soße und nehme das rein und beiß darauf rum, dass sich auch die Aromen im Fleisch und im gesamten Umfeld entwickeln, dann habe ich eine Harmonie in mir, die mich berührt. Ja, es ist für mich kein Experimente-Essen, sondern es ist etwas, man muss auch sagen, womit wir groß geworden sind. Das haben wir gelernt. Das ist unser angezogener oder wie soll ich sagen, unser gebildeter Geschmack. Du bist ja der Botschafter schlechthin des guten Geschmacks und auch der Botschafter, der so ein bisschen sagt, zurück zur Natur. Wir müssen wieder lernen, mit dem, was unsere Natur uns bietet, vernünftig umzugehen. Und dann gibt es ja noch die Kochschule. Es gibt ja Menschen, die kommen zu dir, um kochen zu lernen. Die wollen natürlich jetzt nicht lernen, wie man eine Kartoffelsuppe kocht, sondern die wollen schon etwas gehobenere Küche lernen. Wer kommt da zu dir? Wer ist das? Es ist so, dass es immer mehr Leute gibt, die natürlich gemerkt haben, dass das Selbstgemachte mit dem bewussten Inhalt etwas Besonderes ist. Und der Vorteil, wenn jemand zu mir in die Kochschule nach Guldenau kommt, ist der, dass meine Mitarbeiter und ich so kochen, wofür wir manchmal 30, 40 Jahre gebraucht haben, um diese Erfahrung uns anzueignen. Und das können oft simple Sachen sein, zum Beispiel die gleiche Frage kommt immer wieder, mein Steak wird hart, wie wird es rosa oder wie kann ich, was weiß ich, mein Strudelteig so machen, dass er nicht bricht und so weiter. Und das ist eine Kombination aus der modernen Technik, aus der beruflichen Erfahrung und natürlich nicht zuletzt auch aus dem, was wir uns angeeignet haben, um irgendwann eine bestimmte Perfektion hinzubekommen. Perfekt kann man nie sein, aber auf jeden Fall versuchen wir, unser angeeignetes Niveau weiterzugeben. Und das hilft den Leuten zu Hause, weil ich meine, gestern zum Beispiel, wir haben eine Kerberknolle gemacht. Es ist nichts Besonderes, eine Knolle vom Kerbel, die wurde nur gebürstet, dann wurde die kurz blanchiert und dann mit brauner Butter gebraten. Ja, also keine Kartoffel, sondern Kerberknolle. Das war für alle der ultimative Genuss und es ist keine große Kunst. Aber man muss einmal wissen, wie es geht. Und es gibt auch keinen Grund mehr und man kann sich auch nicht mehr rausreden, denn du bist auf allen sozialen Netzen, auf allen sozialen Medien mit deinen Kochtipps, mit deinen wunderbaren Rezepten, die wirklich nachkochbar sind und die kann man sich dann angucken und wer dann was falsch macht, der ist nun wirklich selber schuld, bist du präsent. Man kann ganz viel in diesem Buch nachlesen und viel über dein Buch, über dein Leben erfahren. Du hast vorhin die Fleischpflanzerl, wie man in Österreich sagt, genannt. Gibt es noch ein Gericht aus der jetzigen Zeit, wo du sagst, das ist für mich das absolut das Nonplusultra? Da gibt's ganz viele aus der Neuzeit. Sicherlich gibt es einige, die aus der Gegenwart kommen. Aber die meisten haben den Ursprung doch aus der Vergangenheit. Und ich sag mal, wir alle kennen ein Gericht vielleicht. Das ist Erdbeermarmelade mit Rhabarber. Und ich sag mal, als ich bei Witzigmann war, da kam mal was erfunden, nämlich Erdbeeren auf Rhabarberschaum. Das ist für mich eines der geilsten Kombinationen. Und falls das jemand machen möchte, allerdings gibt es Rhabarber nicht das ganze Jahr, dann kann er das wirklich in meinem Buch Ein Leben für den guten Geschmack nachlesen. Denn das ist zum Beispiel sowas, wo ich sage, da stimmt alles. Die Konsistenz, die Harmonie, die Mischung zwischen Süße und Säure. Also ich liebe das einfach. Nun hat ja Kochen auch immer so eine gewisse Zeit. Und es gibt so gewisse Trends. Ich erinnere mich zum Beispiel Vanilleeis mit frischen Erdbeeren und grünem Pfeffer. Ja. Habe ich schon ewig lange nicht mehr auf der Karte gesehen. Gab es auch mal eine Zeit lang. Hat sich nicht durchgesetzt. Ja. Es sind so viele Sachen. Weißt du, es war auch dann so was die alles gehabt haben. Lakritzsoße oder alles Mögliche oder Weißbierschaum und so Zeug. Ja, man merkt am Ende bestimmt doch der Geschmack des Durchschnitts der Bevölkerung. Also es gibt vereinzelte Leute, die essen alles. Aber wenn es dann um Massenkompatibilität geht, dann muss man einfach sagen, da braucht man schon Mainstream
Ausstrahlung von Seiten des Geschmacks, die auch bei den Leuten akzeptiert werden. Die Rezepte in dem Buch Ein Leben für den guten Geschmack, die haben Bestand. Die sind sicherlich in 30, in 40, in 100 Jahren kann man die noch nachkochen. Ja, absolut. Ich bedanke mich sehr herzlich. Ich kann nur sagen, es ist ein wunderschönes Buch. Es ist würdig deines 65. Geburtstages, aber der ist ja kein Alter, sondern nur eine Zahl. Ja. Und ich bin ganz sicher, dass wir von dir noch sehr, sehr viel hören und sehen werden. Herzlichen Dank, Johann. Lieber Jan, ich danke dir ganz herzlich und ich sage nochmal auch hier ganz offiziell in der Öffentlichkeit, ich bin so stolz und glücklich, jemand zu haben, der mein Leben so präzise und so emotional und gefühlvoll dokumentiert hat. Danke dir.